gesehen, wie Silke den Ball gerade noch bekommen hat, bevor er ins Aus flog und wie Emil den Pass angenommen hat und dann Tor! Tor! 1:3 und dann der Abpfiff. Ach, klasse, wir haben wirklich gewonnen. Mustafa, Max, wir haben wirklich gewonnen. Habt ihr das gesehen? Ja, Mona, wir waren dabei. Sag mal lieber, was du für einen Eisbecher bestellen willst. Den größten, den Sie haben, bitte. Wir haben einen Grund zum Feiern. Wir löffeln uns durch unsere Eisbecher. Wunderbar. Himbeereis mag ich am liebsten. Mustafa und Max unterhalten sich. Energiekosten, sagen sie. Sparen. Heizkosten. Wie viel? Weiß nicht. Weiß auch nicht. Von einem Moment auf den anderen bin ich hellwach. Was hast du da gerade gesagt, Mustafa? Ich überlege, wie ich meine Energiekosten sparen kann. Letztes Jahr habe ich 600 Euro Heizkosten bezahlt. Jedes Grad weniger Raumtemperatur spart 6% Energie. Wenn ich jetzt die Raumtemperatur um 2 Grad senke, wie viel spare ich dann? Rechnen. Hab ich es doch gewusst. Ich bin in meinem Element. Warte mal, das ist nicht ganz einfach. Das müssen wir in mehreren Schritten rechnen. Als erstes müssen wir wissen, wie viel 6% von 600 Euro Heizkosten überhaupt sind. Das können wir mit dem Dreisatz ausrechnen. 100% sind 600 Euro. Soweit, so gut. 1% von 600 Euro sind 600 Euro geteilt durch 100. Also 6 Euro. 6% sind 6 Euro mal 6, also 36 Euro. Wenn du also die Raumtemperatur um 1 Grad senkst, dann sparst du 36 Euro. Jetzt willst du die Temperatur aber um 2 Grad senken. Das heißt, dass wir das Ergebnis verdoppeln müssen. Dazu multiplizieren wir 36 Euro mit 2. 2 mal 36 Euro sind 72 Euro. Du sparst also 72 Euro. Kann ich das nicht mit dem Taschenrechner ausrechnen? Berechtigte Frage, Mustafa. Die Antwort ist, jein. Manche Taschenrechner haben eine Prozenttaste. Dann kannst du eintippen. 600 mal 6% gleich 36. Heißt, 6% von 600 Euro sind 36 Euro, wie oben. So viel sparst du, wenn du die Temperatur um 1 Grad senkst. Und wenn du um 2 Grad senkst, sparst du zweimal so viel. 2 mal 36 gleich 72. 72 Euro. Wenn der Taschenrechner aber keine Prozenttaste hat, kannst du es auch so eintippen. 600 mal 6 geteilt durch 100 gleich 36. Du kannst dir also merken, Prozent bedeutet durch 100. Tolle Sache übrigens mit dem Energiesparen. Max, das müssen wir Mama und Papa auch mal erzählen. Ist ja nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt.